Das Flying Dinner ist ein Event, wo wir uns wünschen, dass Menschen zusammenkommen, die sich für Ernährung interessieren, für Nachhaltigkeit interessieren oder sich auch gerne dafür interessieren würden und bisher vielleicht noch nicht so die Zeit oder Muße für hatten. Und einfach, dass man zusammenkommt und gemeinsam Ideen verfolgt und gemeinsam Ansätze austauscht. Also die Teilnehmer treffen sich um 18 Uhr in der ersten Wohnung und fliegen dann praktisch in die zweite Wohnung 1,5 Stunden später, um dort die Hauptspeise zu bekommen. Und wir haben dieses Jahr das Konzept so umgestellt, dass der Nachtisch hier in der Baracke eingenommen wird, damit man eine gemeinsame Abschlussveranstaltung hat, weil wir glauben, dass man dann mit mehr Leuten nochmal ins Gespräch kommt und nicht so den Abend so lose ausklingen lässt, sondern wirklich nochmal zusammenkommt und auch das Gemeinschaftsgefühl hat. In der Regel meldet man sich zu zweit an, also mit einem festen Kochpartner und macht dann auch aus, in welcher Wohnung man kochen möchte. Wir haben aber auch die Möglichkeit, dass man sich alleine anmeldet und wir die Teilnehmer dann zusammenwürfeln. Ich habe heute zum ersten Mal beim Flying Dinner, beim nachhaltigen Flying Dinner teilgenommen und auch generell zum ersten Mal bei einem Format dieser Art. Normalerweise haben wir verschiedenes Gemüse und Obst von den Bauernhöfen. Der Sinn dahinter ist natürlich auch, so dieses Saisonale und Regionale zu fördern, weil von den regionalen Biobauernhöfen ja auch nur das kommt, was es gerade saisonal gibt. Ich esse sehr gern, ich koche aber auch sehr gern und ich mache mir gern Gedanken, was es denn geben könnte. Und man hat ja so ein bisschen Vorgaben, kann sich an denen orientieren. Und man lässt sich auch gern bekochen. Und so dieses, dass man nur einen Teil von 3 Gängen machen muss, finde ich eigentlich ganz schön. Der Unterschied ist natürlich, dass vegetarisch und vegan gekocht wird. Also das ist für viele andere Teilnehmer schon mal ein großer Schritt und das ist auch relativ einheitlich bei allen. Also wir hatten beim letzten Flying Dinner, glaube ich, 50% der Speisen vegan dann auch. Und ansonsten ist so der Gedanke einfach ein anderer. Also bei anderen Kochveranstaltungen geht es vielleicht ein bisschen mehr um die Party und ums Kennenlernen. Und so Sachen. Bei uns ist halt eher, dass man sich mit der Ernährung auch wirklich auseinandersetzt und mit den Produkten, die man kocht. Also wir haben heute die Vorspeise gekocht und es gab klassischerweise einen Salat mit noch ein bisschen Krimskrams drin und dann dazu so Tortilla-Röllchen, also diese klassischen mexikanischen Tortillas mit Hummus, Paprika und Petersilie aufgerollt. Zur Hauptspeise sind wir dann in die Scharnhorststraße gefahren und haben dort ein Brokkoli-Karotten-Curry gegessen auf einem wunderbaren Reis. Wir wollen erreichen, dass bei den Teilnehmern nochmal in andere Richtungen gedacht wird. Also ich glaube, dass jeder Teilnehmer so seinen eigenen Hintergrund mitbringt und auch seine eigenen Ideen und womit er sich beschäftigt. Und im Gespräch soll das dann eben ausgetauscht werden und man einfach so auf neue Ideen kommt und auf neue Projekte, die man machen kann. Dass man viele andere Leute kennenlernt und vor allen Dingen auch viele andere Gerichte, die man vielleicht selber nicht so kochen würde. Also jeder hat ja so sein Repertoire, was er gängigerweise gerne kocht. Und dann lernt man was anderes kennen und vielleicht auch mal lieben. Wir haben auf jeden Fall einen Aktionsleitfaden, der uns erlaubt, dieses Flying Dinner relativ einfach nochmal aufzuziehen. Und bisher hatten wir einen Halbjahresrhythmus und ich möchte jetzt noch nicht 100% zusagen, aber auf jeden Fall spricht nichts dagegen, dass wir das gegen Herbst nochmal machen, weil wir auch großen Spaß daran haben. Ich glaube, das Schönste ist eigentlich, wenn man gegessen hat und dann mit den Menschen zusammensitzt und abschweift und Themen findet und Erfahrungen austauscht. Deswegen haben wir auch diese Abschlussveranstaltung dieses Mal in der Baracke, weil wir dieses Gemeinschaftsgefühl einfach noch ein bisschen vergrößern wollen und allen Teilnehmern das ermöglichen wollen, dass man einfach zusammen ist. Genau.